Zentralschweizer Fasnacht 2016 auf Tele 1. Mit den Schutzengeli-Trüff vom Konfiseur Bachmann. Koch Panorama Garage mit Jeep und Subaru. Avia Schätzle AG, über 100 Tankstellen in der Zentralschweiz. Barer Bier, ein Stück Heimat. CSS-Versicherungen, ganz persönlich. Valiant Bank, Ihre Bank aus der Region. Herzlich willkommen zurück hier live auf Ihrem Zentralschweizer Fernsehen. Wir sind am Schwanenplatz und ich hoffe schwer, dass Sie nicht erst jetzt eingeschaltet haben. Wir haben nämlich wunderbare Bilder liefern von dieser Tagwache 2016. Der Urknall, der Fötzeli, Regen, das Orangengewitter, das alles liegt schon hinter uns. Wir werden sicher nachher noch einmal zurückschauen. Jetzt wenn wir aber zum Thomas Erni schalten. Er hat sich zumindest unter die Guckenmusik am Schwanenplatz gemischt. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gemischt, so kann man sagen. Aber die Laternenhöckler haben jetzt ihre Grinde, nicht alle, aber die meisten wieder aufgesetzt und sie marschieren jetzt hier Richtung Altstadt davon. Und in wenigen Augenblicken, ich sehe es noch keine, dürfte dann die nächste Musik da sein. Aber ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal schnell schauen, was da sonst noch für Fasnächtler rum hat. Es hat ja dort, wo da ganze Wege aufstellen, das so verschiedene Gruppen. Da sehe ich, ihr seid die Walfänger. Die springen jetzt gerade davon, die sind kamerascheuch. Sag, erzähl schnell, woher sind ihr? Wir sind von Uznach. Von Uznach? Uznach, genau. Kanton St. Gallen? Genau. Aber du redest ja gar nicht so. Ich weiss, nein, ihr seid ja an der Grenze zum Kanton Zürich. Darum habt ihr die Halskranken noch nicht, oder? Und Schweiz. Ein Gruß im TV. Sag ich, wenn ich es sehe. Sicher, siehst du es amix? Im Fernsehen. Ja, wie kommen wir hier hin? Uznach, ist das Luzern einfach die beste Fasnacht? Oder wie so ändert gesagt, wir kommen hier hin? Wir kommen seit Jahren hier hin, weil wir haben so viele Kollegen. Also angefangen jetzt mit der Fasnacht natürlich, mit der super Fasnacht. Und jetzt haben wir so viele Kollegen da, jetzt kommen wir eigentlich jedes Jahr und haben ein riesen Treffen. Wir sind alle ein bisschen kamerascheu. Komm, jetzt schauen wir noch deine Kollegen an. Sie sind als Walfänger verkleidet. Was habt ihr genau für ein Ziel? Unser Motto ist heimwärts. Also, wenn es uns nicht mehr gefällt, dann gehen wir heim. Aber meistens ist es nicht so. Habt ihr noch einen Wagen dabei? Nein. Wir sind nur zu vierten hier von der Guckenmusik. Also, einfach zu vierten unterwegs. Und da haben wir gerade noch ein paar Panzerknacker, die auch am Kaffee sind. Da gibt es Original Willisauer Williams. Ja. Ich habe noch einen Kaffee über. Scheiße. Ich nehme gerne einen. Also, ich würde sagen, ich nehme jetzt so mit dem Panzerknacker noch einen Kaffee-Schnaps. Und ja, Fabienne, vielleicht gibt es auch bei dir dann irgendwann etwas zu trinken. Ich glaube, auch du könntest die Stimme ein bisschen ölen, langsam. Ja, dann bringst du mir nachher eins auf, so einen Kaffee. Aber wir wollen zuerst noch einmal zurückschauen. Noch einmal den wunderbaren Morgen-Revue passieren lassen. Es war nämlich so einiges los gewesen und darum möchten wir Ihnen die Bilder noch einmal zeigen. Wir sind gestartet auf den Nauen, sind live dabei gewesen, wo da der Bruder Fritschi mit seinem Gefolg unterwegs war. Und dann ist ein kurzer Urknall. Man hat auch von Tanzen auf den Nauen. Und sie ist langsam, ja, das ist natürlich ein Highlight, der Thomas Erni, der fast in Flammen aufgegangen ist. Dann ist man angekommen, da beim Landungssteg, der Fritschi-Vater unterwegs zum Kappelplatz und dann der legendäre Fötzeli-Regen. Ja, die Bilder, die wir Ihnen heute Morgen haben können zeigen aus dem Jahr 2016, sind natürlich wunderbar gewesen. Aber an dieser Stelle lohnt es sich auch, einen Blick zurückzuwerfen. Wir haben nämlich etwas ausgegraben. Bilder von der Tagwache 1996, also vor genau 20 Jahren. Und da können wir jetzt mal einen Blick reingeben. Oh!
ein absolutes Highlight, die Bilder von der Tagwache aus dem Jahr 1996, also ganz genau 20 Jahre ist es her. So der Bruder Fritschi, der hat eigentlich genau gleich ausgesehen heute Morgen. Das Einzige, was natürlich etwas anders ist, wenn man heute umschaut, sind die Strassenkleider. Das können wir dann vielleicht später auch noch ein bisschen thematisieren. Die Verkleidungen, die sind heute natürlich doch noch ein bisschen anders. Wir können dann vielleicht bei der einen oder anderen Guggenmusik nachfragen, ob eigentlich so ein Strassenkleid von 1996 nicht mehr in wäre heutzutage. Das können wir sicher am Nachmittag machen beim Fritschi-Umzug. Auch dann, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten, gehen wir noch einmal zurück in die Vergangenheit. Wir haben nämlich auch vom Fritschi-Umzug Aufnahmen aus dem Jahr 1996. Auch das natürlich ein absolutes Highlight, das wir Ihnen dann am Nachmittag zeigen. Ja, und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen in die Zentralschweiz raus schauen, weg hier von Luzern in Kanton Schweiz. Dort haben wir nämlich unsere Sarah Wicki auf Brunnen geschickt. Beim traditionellen Bartli zum Morgen habe ich den Bartli-Vater, den Gerhard Marti, wieder angetroffen. Du siehst gut aus, aber irgendwie fehlt dein Kostüm. Das ist so, ich habe es noch nicht an. Wir haben heute entsprechend Wetter mit ein bisschen Flutsch und so weiter. Die Gewändchen sind, wenn man es kennt, natürlich sehr schön und man will jetzt nicht, dass es jetzt gerade am Morgen früh schon dreckig ist. Darum noch ein bisschen in ziviler Kluft. Ihr seid jetzt so gerade noch am Morgen einrichten. Das hat eine lange Tradition hier. Wie lange, oder was kannst du über das Morgen erzählen? Was ist das Spezielle? Wie lange genau, weiss ich nicht. Die letzten 30 Jahre hat es ganz sicher stattgefunden. Es ist so ein bisschen die Stärkung am Morgen vor dem grossen Tag. Um 5 Uhr Urknall, um 6 Uhr dann das Morgen beim Bartli-Vater. Und es ist wirklich eine Tradition, wo sich die Leute zum ersten Mal treffen. Da kommen natürlich auch Nachbarn, Gäste und so weiter, die vielleicht schon den ganzen Tag dann nicht aktiv dabei sind. Was machst du da? Oder was leistest du für einen Beitrag da dazu? Musst du es organisieren? Ganz ehrlich, nein. Das macht Bartli Rat, der das organisiert. Die machen das auch super. Ich darf am Schluss da etwas dazu spenden natürlich. Ist aber so, dass ich selber eigentlich nur die Figur da bin und als höchster Fasnächtler dir erweise. Du sprichst es gerade an, Bartli-Vater, du bist die Figur dafür, aber irgendwie fehlt dir der Bart, oder hat das nichts mit dem zu tun? Nicht ganz, also mir fehlt wirklich der Bart. Es ist so, es kommt vom heiligen Bartholomäus. Die Geschichte geht zurück ins 15. Jahrhundert, respektive ins 17. Jahrhundert, wo man dann aktiv geht mit Bartli-Spielen und so weiter. Und wenn ich schon mal erwähnt habe, Bartli ist 116 Jahre, also sehr lange Tradition. Bart haben wir jetzt nicht extra erwachsen, sieht auch nicht ganz so hübsch aus. Das hast jetzt du gesagt. Das ist definitiv so. Ist zwar heute wieder drin, dürfen wir auch sagen, aber früher ist natürlich Bart wirklich auch etwas Edels gewesen, dementsprechend hat man es gepflegt. Wie viele Leute erwartet ihr jetzt da? Im Schnitt sind das 300 bis 400 Leute, die jetzt hier auf den Platz werden können in der nächsten Dreiviertelstunde. Und Guggenmusiker werden dann einzeln entsprechend ein Stück spielen. Ehrerweise mir gegenüber natürlich dementsprechend. Und es soll wirklich ein Dankeschön sein, all zusammen dann. Jetzt noch die Frage. Luzerner behauptet immer, ihre Fasnacht sei besser als andere Fasnacht hier in der Innerschweiz. Was würdest du ihnen entgegnen? Luzern hat eine tolle, grosse Fasnacht, ist sicher so. Als Brunner ist ganz klar Brunner die beste Fasnacht. Wir sind sicher viel näher bei den Leuten. Brunner ist ein bisschen kleiner. Wir sind Tradition und das heisst, wir kennen die Leute kennen uns. Also das Integrieren, Integrieren ist näher bei den Leuten natürlich. Ja. Ich werde mich jetzt hier auch noch ein bisschen in die Menge integrieren und mir noch ein, zwei Teile gönnen und gebe wieder zurück auf Luzern. Danke vielmals, Sarah Wicki, an dieser Stelle. Natürlich werden wir im Laufe des Tages, dann auch am Nachmittag vor und nach dem Fritschi-Umzug, noch ein bisschen in die Zentralschweiz rausschalten. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und sind dann gerade wieder zurück. Zentralschweizer Fasnacht 2016 auf Tele 1.